Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Okay, wo wir hatten... das war das Holzfällerlager, ne? Wo wir jetzt übernachtet haben. Trinken haben wir... Machen wir leer. Jedes Kilo zählt! So, denn wir gehen jetzt... Ich hoffe mal, es ist nur windig und nicht zu... Okay... Na toll. Und in dem Sturm sollen wir jetzt das Versteck finden. Eieieiei. Ja, das kann ja heiter werden. So. Hello again. Irgendwo hier. Da ist es. So. I could use this. Okay. Ja. Skihandschuhe. Hui. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Okay. Das Problem ist... Okay, wir müssen zurück zum See. Das ist in Ordnung. Würde so laufen. Boah, so hier, wa? Aber lag hier nicht noch ein... Warte mal, hatten wir hier nicht irgendwo einen Wolf umgenietet? Mir war doch so. Das Problem ist, es ist verdammt kalt. Die Frage ist jetzt, ob wir nicht doch eher im Holzfällerlager bleiben. Ich glaube, wir bleiben im Holzfällerlager. Das ist einfach viel zu windig draußen. Und wir können ja... Nimm dich mal auseinander. Wir haben ja jetzt diese Handschuhe. Wenn die wirklich so brauchbar sind. Schauen wir doch mal. Hier. Null mal. Okay. Ah ja. Meine, warum sind die immer noch nass? Das verstehe ich nicht. Die sind halt um ein Vielfaches leichter, ne? Hm. Komm, wir reparieren erstmal dich. Wenn wir noch was haben. Ah, haben wir noch. Gut, oder? Was mit Angelzeug? Okay. So. Aber wir haben ja nichts zu tun. Und wir müssen irgendwie ein bisschen den Sturm abwarten, leider Gottes. Jawohl, der Sturm ist zu Ende. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir uns hier das noch mit, so ein bisschen? Die Dosenbehälter behalten wir hier, Dose behalten wir hier. Was ist das? Normales Buch, Buch. Okay, du warst leer mittlerweile. Was war hier nochmal drin? Ja. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay, okay, okay. Schlafsack lassen wir auch hier. Stoff. Nehmen wir mit. I can use this. Schwanderstiefel lassen wir hier. Die Fackel. Ja, jetzt wird es langsam eng. Wasser. Wasser können wir gleich trinken. Wasser trinken wir auch sofort. Weil wir können gut gebrauchen. Sehr gut. Das Fleisch können wir auch essen. Ja, dann sind wir halt schon mal satt. Haben aber ein bisschen was gespart.
Wanderstiefel sind an sich was Nices, das mitzunehmen, aber die sind, glaube ich, auch schwer. Den lassen wir hier. Ach, kann man die Schublade noch nicht durchsuchen? Okay, gut. Leer, leer, leer. Leer. Okay, nee, dann haben wir hier, glaube ich, erstmal soweit alles eingesammelt und dann... Ich wollte den Wolf nochmal suchen gehen. Der müsste ja... Der Wolf-Kadaver müsste doch da hinten liegen, oder? Wenn er noch da liegt. Na, ist er das da? Bin mir nicht sicher. So. Nee, das ist ein... Nee, das ist ein Stein. Wo lag denn der Wolfskadaver? War der noch weiter hinten? Hm. Na gut, jetzt können wir auch hier lang laufen. Hinten rum. Da über den Berg. Ich weiß halt gerade nicht, wo dieser Wolfskadaver lag, ne? Hm. Also ich würde ja fast sagen, da hinten lag der. Da. Da war doch, glaube ich, nämlich auch das Dings, ne? Das Versteck. Kommen wir jetzt hier so runter? Sehr gut. Und dann ab nach Halse. Sachen ablegen und ab über den See. Dann können wir, glaube ich, auch mal gucken, was das Fleisch... Wir haben ja Fleisch vor unserer Hütte liegen lassen, ne? Da können wir ja auch gucken, was mit dem Fleisch ist. Boah, haben die hier alle Dinger gemäht. Eieieiei. Aber warum lässt man dann Bäume zwischendurch stehen? Das... Na gut. So, hier geht's halt hoch und irgendwo hier hatten wir doch den Wolf erlegt, war ich der Meinung. Das da könnte er sein. Tatsache. Das ist ja nice, dass der noch hier liegt. So, wir wollen dich und dich. Sehr gut. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen den großen Weg oder wir gehen den großen Weg. Ja. Grob wie gesprungen, würde ich fast sagen. Oh. Das nimmt sich, glaube ich, beides nichts. Oh, was hier? Gewehrhülse. Warte mal. Stimmt, wir haben ja immer die... wir können also die Gewehrhülsen aufsammeln, um daraus neue Munition wahrscheinlich irgendwann zu produzieren. Oh nein. Das müssen wir uns merken. Die Gewehrhülsen immer mit einsammeln. Stimmt, wir haben ja extra diese Dings gehabt. Aber es muss ja auch noch Patronen, also einen Revolver oder sowas geben, weil wir haben ja eine Patronenhülse gefunden, die eigentlich Revolvermunition ist, ne? Wie war denn das? War mal, sind wir hier runtergegangen? Ich glaube ja. Da sind wir vorsichtig gelaufen, weil... Rutschgefahr. Ich habe keine Lust, mich zu verletzen. Hallo, Hirschi. So. Okay. Na, dann weiter hier. Wow. Da stand ein Baum auf dem Flur. Ein großer Baum auf dem Flur. Der hat mir angeguckt. Du, 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 du.
What the hell? Leute, seht ihr, was ich sehe? Ein Lagerfeuer. Warum ist da ein Lagerfeuer? Das kenne ich noch nicht. Obwohl wir an dem See waren wir doch schon. Oh. Interessant. Sitzt da auch jemand? Ich sehe nämlich gerade auch niemanden sitzen. Weil hier waren die Hirsche. Hier waren die Hirsche. Oder waren die Hirsche hier? Liebe Angela, ich habe dir immer gesagt, dass eine Zeit kommen wird, in der du dich eine Weile verschanzen musst. Ich dachte dabei eigentlich immer an das Erdbeben, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie schlimm die Lage auf Großer Bär werden würde. Welchen Grund du auch immer hast, wenn du je eine Weile untertauchen musst, wenn du es in der Stadt nicht mehr aushältst oder wenn du deine Mama hier auf die Insel besuchst, verwende diese Information, um meinen Vorratsbunker zu öffnen. Ja, ich weiß, deine Mama hat dir gesagt, Onkel Hank wäre ein verrückter alter Knacker und du solltest dich von ihm, von mir fernhalten. Zu viel Zeit im Internet, was? All diese verrückten Prepper-Websites. Nun, ich sage das nicht zu dir, aber zu ihr. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, hab ich doch gleich gesagt. Lieber Onkel, ich liebe dein Onkel Hank. Okay. Well, well. What do we have here? Okay. Wonder if this is any good to eat. Weil wie gesagt, eigentlich waren hier. Okay, da hinten ist auch ein Hirsch. So, wo ist der Bunker? Ha. Also hier anscheinend nicht. So, wir sind schon wieder übelst voll. Naja, gut, okay. Übelst, ja, geht eigentlich, ne? Wir müssten höchstens mal... Was haben wir denn? Wir haben Durst. Komm, wir trinken eine Dose, dann sind wir wieder fiddy-biddy. Und dann gehen wir ab nach Hause, Bause, die Richtung. So, wir merken uns, wenn wir einen Wolf erschießen, Hülse einsammeln. Ich hoffe, es geht da nicht so steil runter. Aber der Weg ist schon mal korrekt. Noch leicht links dann. Aber das sehen wir dann. Musik hat setzt wieder ein. Wenn Musik einsetzt, bin ich immer so ein bisschen. Ha. Okay. Ja, solange es nicht knurrt, ist alles in Ordnung. Die Frage ist, wo ist der Bunker? Oder diese Prepper-Versteck? Ja, das war nur Hasen, okay. Na, wir müssen da hoch. Leider Gottes, der Weg, der andere Weg ist zu steil. Ja, ja, ich weiß. Immer mit der Ruhe. Höre rechts und links einen Wolf. Zwar in der Entfernung. Aber ich höre sie.
Da ist die Bahnschiene. Wo ist jetzt mein Haus? Haus ist weiter da, okay. Naja, die Wölfe sind zu weit weg. Aber es könnte auf dem See wieder ein Wolf sein. Wenn ich dazu höre. Aber hatten wir nicht auf dem See sogar einen Hirsch? Dann könnten wir ja auch einen Hirsch jagen, oder? Müssten wir ja theoretisch auch mal machen. Jetzt weiß ich auch endlich, wozu der Kaffee ist, weil wenn hier dieses Auge auch runtergeht, verlieren wir halt auch an Kraft, um zu schleppen. Also das ist so wie so eine Spirale. Essen, trinken und schlafen beeinflussen unser Gewicht. So. Geschmackloses Roh. Ist noch roh. Das war immerhin etwas. So, gucken wir kurz, legen wir ganz kurz die Sachen ab, gucken, wie spät es ist und vielleicht gehen wir noch schnell jagen. So, Essen kam hier rein. Aber davon haben wir ein bisschen was. Nein, es passt kein Essen mehr rein. Okay, dann müssen wir Trinken einsammeln von hier drüben. Trinken, trinken, trinken. Da. I might have to drop some gear. So. Trinken. Gut, die 2 Liter sind natürlich, ne, übertrieben. Die braucht man nicht zwangsweise. Aber okay. So. Nee, das ist auch so gut wie voll, ne? Aber frischer Darm. Frischer Darm, wo ist er dann? Da. Ablegen. Frischer Wolfspelz, auch ablegen. Sehr schön. Holz. Okay, die Federn. Stoff kann runter. Du... Keine Ahnung, kann man dich verbrennen? Wir haben eine Lampe dabei. So, dann nehmen wir dich. Dich. Jetzt ist die Frage, können wir... wo haben wir sie denn? Aktion. Auffüllen. Okay. Da passt ein bisschen was drin. Du weg, du weg. Eigentlich müsste ich hier auch noch weglegen. Und das geht schon nicht mehr. Hallo? Oh nee, oder? Okay. So. Nehmen wir euch beide noch. Sehr gut. So, können wir dich jetzt hier irgendwo... Okay, reparieren mit Metallschrott. Können wir dich jetzt hier irgendwo abstellen? Zum Beispiel da? Oh, Tatsache. Na süße, Lampe abgestellt. Wir können auch Sachen einfach abstellen. Ah, okay. So, die Patronenhülse kommt hier noch mit rein. Haben wir, haben wir.
Klamotten hatten wir unten, glaube ich, drin, oder? Nee, da war Essen drin. Klamotten, was haben wir denn hier? Die Handschuhe. Passen die noch? Ja. Und was hat man noch? Fäustlinge. Da ist noch was. Socken. Okay. Haben wir das auch? Dann fehlt ja jetzt nur noch hier werkzeugmäßig. Wir haben noch ein Messer. Sehr gut. Können wir wegpacken. Das Nähzeug kann weg. Dich behalten wir hier. Ja. Waffe reinigen lohnt sich noch nicht. Das Werk, den Werkzeugkasten, den würde ich Tatsache unten hinpacken. Und zwar hier rein in die Schublade, wenn das noch passt. So, denn ich will ja auch euch umlagern. Hagebutte, müssen wir mal gucken, ob wir die direkt verarbeiten können. Oder, da brauchen wir, glaube ich, mehr zu, ne? Oder haben wir das selber hergestellt immer? Wir können ja hier noch andere Sachen produzieren. Hier Verbande. Speerspitze können wir selber? Okay, dafür brauchen wir halt nur die Schmelze. Ein bisschen Metallschrott, okay. Hagebutte brauchen wir 24. Ja, wir haben nur 16. Wir haben nur 16. Und dann schmeißen wir die Hagebutte noch hier mit rein. Alle umlagern. Wir sind bei 19. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das kommt noch weg. Irgendwo draußen, hinters Haus. Was, wird's dunkel? Nö. Hier. Einfach hier hinten in die Ecke. Ablegen. Braucht kein Mensch. So. Zeit haben wir noch, ne? Vielleicht können wir noch einen Hirsch jagen. Die waren hinten rechts, glaube ich. Ich habe das Gefühl... Nee, das ist genug. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir geduckt laufen. Und ich will, wenn wir jetzt keinen Hirsch sehen, eventuell einen Fisch fangen. Obwohl, wir haben ja noch Fleisch da, ne? Müssen wir mal gucken. Weil das Problem ist ja auch, den auseinanderzunehmen, wird eine Weile dauern. Nehme ich mal ganz stark an. Gut, okay, er bleibt ja da liegen. Das wird das einzige Gute sein. Okay, wir haben null Power, null. Mir war so, als wenn hier hinten Hirsche waren. Ah. Natürlich, jetzt wo wir einen suchen, ist hier keiner. Westzugang? Was für ein Westzugang? Okay. Stimmt, wir können ja eigentlich schon die Quest abgeben gehen. Fällt mir gerade so ein. Tatsächlich kein Hirsch. Oh. Okay. Also da. Nee, es ist. Okay, es ist nur Fels. Da könnte eine Höhle sein. Und die interessiert mich gerade nicht. Ob wir für jedes Mal eine Stunde angeln einen Fisch rauskriegen? Ja, wir hätten vielleicht mal einen Kaffee trinken sollen.
Warte mal, er war hier drinnen, ne? I've got your supplies and those documents you wanted here. Hey, that's great. Thank you. But I hope you understand if I ask you to just leave them outside the door. Right. I'll leave it all here for you, just like you asked. Thank you, stranger. You may not care, but you've made a huge difference to our cause. Okay. Schau morgen bei der Seehütte vorbei. Okay, dann sollen wir also am nächsten Tag durchsuchen den Forstaussicht. Was? Oh. Ja gut, da waren wir ja schon mal. Aber da sollen wir wieder hin. Okay. Da ich kein... Warte mal, da ist da... Da sind die Wölfe wieder. Und das sind diesmal drei. Oder? Drei Wölfe, ne? Ja, gut. Will er eigentlich noch eine Runde angeln? Da ist ein Hirsch. Na toll, willst du mich jetzt verarschäppeln? Wollte ich... Toll. Yep. Ob das, wenn das kaputt ist, ist es kaputt. Wir haben noch zwei Jagdmesser. Dann können wir das zwar weglegen, irgendwie, aber... Wir angeln mal 2 Stunden. Ich hoffe, das funktioniert. Oh. Der wiegt nicht viel. Der auch nicht. Und der auch nicht. Haben wir die gegessen? Warte, sag mir nicht, ich hab die ge... Man wollte schon sagen. Ja, die bringen nicht viele Kalorien. Und warum bin ich satt? Wie spät ist das? Zeit zu gehen, wa? Jupp. Dieses Wetter ist nicht gut. Wenn wir jetzt da Wölfe haben, können wir die natürlich jagen. Können wir auch Wölfe jagen und dann noch zwei Pelze, ne? Das wäre noch ideal. Dann könnten wir uns nämlich diese Pelzjacke mal bauen. Ob wir die anziehen, ist nochmal eine andere Geschichte. Gebutten, ich wusste es. Nein, wusste ich nicht. Das ist jetzt mehr Zufall als alles andere. Oh.